Sind Sie bereit für eine wunderschöne Bergbesteigung? Ja. So, wir sind bereit loszugehen. Das heißt Abschied nehmen von diesem wirklich perfekten Hotel. Hat einfach alles gepasst. Alles wunderbar. Nette Menschen, gutes Essen, sogar veganes Essen. Und jetzt wollen wir starten. So, wir sind angekommen. Ich glaube, da hoch geht's irgendwo. Ich habe Angst. Wir sind gut vorbereitet. Aber ganz kurz zu zeigen hier. Natürlich hat man so kleine Socken an für Sneaker-Schuhe und nicht für Wanderschuhe. Zusätzlich habe ich meine Wanderhose daheim liegen lassen. Das heißt, ich muss jetzt mit meiner wunderbar geeigneten Hose hier da hochsteppen. Aber es geht schon. Ansonsten haben wir alles vorbereitet. Wird trotzdem sicher schön. Das Wetter sieht jetzt nicht so vielversprechend aus. Also es kommen immer wieder krasse Wolkenfronten, die hier alles zuziehen. Dann wird es relativ dunkel. Und je nachdem, wie schnell wir jetzt nach oben kommen, wird es dann natürlich dort auch eine Herausforderung, je nachdem wie es mit den Wegen aussieht. Unser Host vom Hotel war früher bei der Bergwacht. Der hat uns ein paar gute Tipps gegeben, dass wir uns Fixpunkte setzen sollen, dass falls alles zuzieht, wir auch wieder zurückfinden. Aber ich bin jetzt mal guter Dinge. Knapp 4 Stunden hoch, knapp 4 Stunden runter. Oh, guck mal, da vorne kommt gerade richtig schönes Licht durch. Diese Geräuschkulisse hier schon wieder. Geil. Hier wachsen auch schon Blümchen. Ach, wie schön. Mandy ist nicht zu stoppen. So, da vorne. Sie wandert einfach weiter. Oha, wie viele Blumen hier überall. Oh, das ist dieses Gefühl von Freiheit in solchen Situationen einfach geil. Und es ist so eine frische Luft hier. So, und jetzt sollte niemand von uns purzeln, sonst wäre es direkt am Anfang vorbei. Wobei, wahrscheinlich ist es besser hier zu purzeln, als irgendwo oben, wo niemand so schnell hinkommen kann. Was nicht heißt, dass Purzeln gut ist. Übrigens, gerade sehr gefährlich, was man macht in solchen Bachläufen, weil man nie weiß, wann Sturzfluten kommen. Deswegen, wenn man sowas macht, stets den Blick nach oben halten, mindestens eine Person. Oh, es ist schon sehr kalt. Ja. Ja. Lasst jetzt einen Kommentar und Like da, wenn ich das nächste Mal in so einen Bach bzw. in so einen Wildsee auf der Spitze bei ca. 13 Grad springen soll. Die nassen Pfoten da in die Hand gedrückt bekommen. So, wir kommen zum ersten Tor. Diese Tore gibt es immer wieder. Das sind einfach ganz normale Drückverschlüsse quasi. Weil hier die Kühe frei rumlaufen und die halt nur drücken können und dann nicht rauskommen. Bedeutet, hier könnte es dann sein, dass irgendwo eine Kuh auf dem Weg steht, die man streicheln kann. Ich blende euch auch hier mal kurz ein Handyvideo ein, weil vorhin wurde schon ein Kälbchen gebubt von dem Handy. Das Blatt hat sich gewendet, das hast du gegessen. Hello, lass dich nicht stören. Nom, 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 nom. Also eins steht fest, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, kommen wir nicht oben an, bevor es dunkel ist. Weil wir bei jeder Kuh halten und sagen, oh, eine Kuh. Oh, guck mal, Kühe. Was sagen wir eigentlich zu dieser professionellen Wanderin im Gucci-Pullover? Top ausgestattet. Also,
Ich sag mal so, würde ich uns hier wandern sehen, würde ich sagen, boah, diese Amateure. Und recht hätte ich. Nee, wir sind vorbereitet. Erstes kleines Päuschen. Wir wechseln jetzt, dass ich ein bisschen den Rucksack trage. Und natürlich wird auf die Hydration geachtet. Stay hydrated. So, jetzt verlassen wir hier die schönen, geteerten Straßen. Und jetzt beginnt 3,5 Stunden brutaler Aufstieg. Freunde, das wird heftig. Weil diese Höhenmeter, die wir jetzt machen, ziehen sich jetzt 1 Kilometer. Also wir machen jetzt 1 Kilometer an Höhenmeter. Und insgesamt 15 Kilometer hoch und wieder runter. Man sieht hier schon, wie das Wasser herunterläuft. Bedeutet, oben wird es ordentlich nass sein. So, Freunde, es wird neblig. Nein, nur die Linse ist beschlagen. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fucking steil das ist. Sieht man das? Kann man das in irgendeiner Weise erkennen? Mal kurz umgedreht, wie weit oben Mandy schon wieder ist. Also es ist brutal. Wir melden uns nochmal. Uns geht's noch gut. Das Einzige, was schwer ist, ist mit dem Kopf, dass man langsamer macht, als man eigentlich könnte, weil man halt ultra schnell hier anfängt zu schwitzen, weil es ja schon eine Anstrengung ist. Und wir könnten halt gefühlt doppelt so schnell machen, aber wenn halt klatschnass oben ankommen, deswegen immer wieder sich selber zu bremsen, damit man nicht ganz so krass transpiriert, ist schwierig. Aber ein gutes Stückchen haben wir geschafft, ich weiß nicht, sieht man's? Da hinten, das Tal, ist schon ein Stückchen hier. Der war schön nass, oder? Ja. Das ist nämlich das Gute mit dem Bart. Der ist aber irgendwie die Luftfeuchtigkeit hier wunderbar. Also wenn man irgendwie Durst hat, kann man sich da 1, 2, 3 Tröpfchen rausholen. Ich wollte eigentlich nur einen Backen-Kussi geben und doch. Okay. Gib mir einen Backen-Kussi. Gut. Erste Etappe erreicht und die heulende Hütte von Harry Potter auch am Start. Voldemort wartet auf uns. So, wir sind ein bisschen weiter, Stückchen für Stückchen. Wir werden das hier gleich irgendwo ein Päuschen machen, ein bisschen was snacken, wieder den Kohlenhydrathaushalt auf Vordermann bringen, ein bisschen was trinken. Ob das jetzt noch so umsetzbar ist, was wir vorhaben oder nicht, weil je nachdem, wenn es jetzt halt stark irgendwie anfangen sollte zu regnen, zu stürmen, zu gewittern, müssen wir natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich runterkommen, weil wir wollen kein Problem für die Bergwacht werden. So, weiter geht's. Jacken angezogen, weil es doch ein bisschen frisch wurde jetzt mit dem Wind. Es sind gerade noch welche an uns vorbeigegangen. Die haben gesehen, wie wir Pause machen. Die machen jetzt da vorne Pause. Jetzt kann man direkt wieder überholen. Also, die Beschaffenheit des Weges hier wird immer schlimmer. Also, man sieht hier, es ist schon gar kein richtiger Weg mehr. Man ist ja schon eine Weile nicht mehr. Es ist noch so Trampelpfad zwischen Geröll- bzw. Steinformationen. Und hier ist dann halt so mit dem, man muss immer wieder schauen, dass man irgendwie einen sicheren Tritt bekommt. Man hat halt auch keine typisch deutsch dienen genormten Fußhöhen, Abstände. Dementsprechend geht das gut. Auf den Arsch.
aber es ist nicht mehr viel. Also sowas hier feiere ich ja eigentlich komplett. Wenn man nur so 30 cm rechts und links hat und wirklich, also man sieht, ich stoße hier rechts und links an, weil der Weg so schmal ist, sowas mag ich. Hallöchen, Herr oder Frau Kuh. Oh, habt ihr es schön hier oben, ne? Also wir sind hier mitten in der Herde quasi. Wie verhält man sich hier? Ruhig und unauffällig. Oh, okay, wir ziehen gleich weiter. Ist schon wieder ein sehr grimmiger Look. So. Erster Zwischenstand geschafft. Jetzt geht es im Endeffekt hier an der Hütte vorbei. Da hinten jetzt irgendwo einen kleinen Weg hoch. Und dann ist hier auf dieser Höhe ungefähr der See. Ja! Zeig dir ein Siegerlächeln. Ja! Let's fucking go! Ist das geil! Und das Besondere an diesem wunderschönen See hier oben ist die Insel. Jetzt heißt es ganz schnell hoch, ganz schnell das eine Bild machen, was ich im Kopf habe. Obwohl man es natürlich schon ordentlich Power rausgelassen hat. Das Mandy habe ich unten gelassen, aber ich will hier eigentlich schon machen, weil da kommt es bitterböse und man will nicht auf dem Berg sein, wenn es ein Gewitter gibt. Trotz allem Priorität, Sicherheit. Keine dummen Sachen machen. Boah. So. Wie man sehen kann, es hat komplett zugezogen. Man sieht jetzt noch ein paar Meter weit, dann ist Ende. Und ab jetzt wird es halt doch ungemütlich, weil wir halt nicht wissen, was über uns abgeht. Weil da auch irgendwo ein Unwetter auf dem Weg war. Ich habe schon das Thumbnail, den Titel: Lebensgefahr beim Wandern. Überstehen wir es? Nein. Machen wir mal lieber keine Späße drüber. Aber jetzt geht's bergab. Ich fühle mich gerade wie bei Pokémon. Als wir haben hier eindeutig einen Relaxo. Hallo! Familie Kuh, wir müssten da einmal durch, bitte. Wir kommen. Beim kommen wir in Frieden. So, Freunde, jetzt fängt es richtig an zu pissen. Bedeutet, die Kamera kommt in den Rucksack, dann kommt ein Regencape drüber. Und wenn ich noch irgendwie vloggen sollte, dann werde ich einfach mit dem iPhone weitermachen. Das kann ja auch 4K, das ist nicht so eine schlechte Qualität. Drückt die Daumen, dass wir heile runterkommen. So, Freunde, kurz Wechsel aufs Handy, weil vielleicht sieht man es ein bisschen nass. Okay. Ja, natürlich hat es uns jetzt voll erwischt mit dem Regenschauer. Aber das ist cool. Ich mag ja so Wetter. Und ihr wisst ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung und wir sind vorbereitet, deswegen ist das okay. Uns kamen jetzt tatsächlich noch ein paar entgegen, die aber auch dann umgedreht haben, weil es oben wahrscheinlich nicht mehr ganz so gemütlich ist. Außer drei Einheimische, die sind hier mit kurzer Hose und Holzstöcken hoch. Da können wir natürlich nicht mithalten. So, wir sind jetzt angekommen, immer noch mit dem Handy, weil man sieht es vielleicht ein bisschen, wir sind noch ziemlich nass geworden. Gerade schnell umgezogen, weil wirklich alles klatschnass war. Aber war eine schöne Tour. Wir haben jetzt gute 7,5 Stunden gebraucht. Insgesamt 1000 Höhenmeter, insgesamt 18 Kilometer. Ich würde mal sagen, das ist eine ordentliche Leistung. Wir geben jetzt Vollgas nach Hause, schnell irgendwie warm duschen, warme Klamotten, trockene Klamotten und dann das wohlverdiente Essen.